Nach dem Trainingslager in der Türkei starteten die Borussen wieder auf heimischem Boden in die Trainingswoche. Philipp Dahms trainierte dabei mit André Hahn nur individuell, hat aber ein Jubiläum zu feiern. Er ist genau 10 Jahre lang Borusse. Sein Vertrag läuft zwar in diesem Sommer aus, aber auch nach der aktiven Laufzeit als Spieler kann er sich einen Posten bei der Borussia vorstellen. Es gibt ja genug Teams zu trainieren, würden wir behaupten. Apropos Trainer. Der Chef der Profis hat heute wieder genau zugeschaut. Die Jungs haben ja gar nicht mehr so viel Zeit, sich auf die Rückrunde vorzubereiten. Ja, es ist ja nicht so, dass wir jetzt im Urlaub enorm viel verloren haben, sondern dass wir auch enorm fit zurückgekommen sind. Das hat uns auch die Laktates gezeigt und ja, wir wollen einfach besser starten als im letzten Jahr. Wir haben eine super Hinrunde gespielt und da wollen wir auch weiter fortsetzen. Dazu passte dann auch das intensive Trainingslager. Aber auch in Mönchengladbach wird akribisch gearbeitet. Ja, wir haben noch viel zu verbessern, absolut. Wir haben uns nochmal alle Tore gesehen in der Hinrunde, wo wir bekommen haben, wo wir geschossen haben. Und ja, so in der Rückrunde werden wir das probieren, besser zu machen. Und diesen Ansporn hat nicht nur das Team an sich, sondern natürlich auch jeder einzelne Spieler. Ja, ich kann mich immer verbessern. Ich bin erst 22 geworden und ich bin noch ein junger Spieler, der noch viel lernen kann und muss. Und somit werde ich das in der Rückrunde probieren zu machen. Am kommenden Samstag kann die Fohlenelf noch einmal beim 1. FC Kaiserslautern testen. Dann geht die Dreifachbelastung Liga, Pokal und Europa League auch schon weiter. Ja, es kann ein Vorteil sein, es kann auch ein Nachteil sein. Kommt darauf an, wie die Ergebnisse sind. Wir haben jetzt gegen Offenbach ein Pokalspiel, ein Viertligist, wo wir eigentlich 100% weiterkommen müssen. In der Europa League haben wir Sevilla, ein starker Gegner, wo letztes Jahr die Europa League gewonnen hat. Aber trotzdem sind beide schlagbar und so gehen wir auch ins Spiel.